Du bist nicht ohne Anliegen gekommen zu uns. Du hast einen Sack mitgebracht und das hat nichts mit Nicolo-Geschenken zu tun. Nein, es gibt ein Anliegen. Es gibt demnächst sozusagen eine Stiftungsratssitzung, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil es da letztendlich um die Zukunft von uns allen, von uns Kollegen und im weitesten Sinne uns deutschen Freunden sozusagen, Migranten, die hier in diesem Land ja besonders gern aufgenommen werden. Und diese Stiftungsratssitzung entscheidet meiner Meinung nach über eine ganz wesentliche Zukunft dieses Senders, respektive über das, ob wir nächstes Jahr hier noch sitzen oder nicht sitzen oder ob wir überhaupt in diesem Sender noch was produzieren. Und ich bin der Meinung, das gehört kräftig diskutiert und das gehört kräftig unterstützt, dass es stattfindet und dass der ORF Geld ausgibt für Produktionen und zwar für österreich-identische Produktionen und somit für die Produktionslandschaft etwas tut, weil er, finde ich, ein ganz wesentliches Leitmedium dieses Landes ist und damit sozusagen das Zentrum für die Filmwirtschaft im weitesten Sinne auch für Kino und in alle Bereiche hineinspielt. Und das ist etwas, was mir seit Jahren schon irgendwie so ein bisschen im Magen liegt, weil wir Filmschaffende sozusagen dort immer anstehen und quasi als Bittsteller behandelt werden und quasi als die Schnorrer dieser Nation behandelt werden. Ob das jetzt zum Teil beim Ohr